Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt, Pokémon Feuerrote Edition. Ja, ich freue mich schon riesig, mit euch dieses Spiel spielen zu können, denn ich habe als Kind dieses Spiel geliebt. Nicht nur dieses Spiel, sondern viele andere Pokémon-Spiele auch. Habe überall gespielt, wo ich nur konnte. Und ja, jetzt legen wir los. Mein zweites Projekt beginnt, Pokémon Feuerrot. So, ich habe hier mal einen kleinen Testplay gemacht, ob alles funktioniert, mit Ton und so weiter. Jo. Aber wir wollen natürlich neu starten. Knopfbelegung. Die Knöpfe und Tasten werden ihrer Wichtigkeit noch erklärt. Bewegt den Protagonisten, wird auch bei der Auswahl der Datenüberschriften verwendet. Bestätigt Auswahl, überprüft Dinge, Dialoge, scrollt Text. Beendet eine Aktion, widerruft eine Auswahl. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Items bewegen und Select zugewiesene Items benutzen. L und R. Brauchst du Hilfe beim Spiel oder wie du etwas anstellen sollst, drücke die L- bzw. die R-Taste. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Ziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Auf geht's! Hallo! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Aish. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche der Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Junge natürlich. Wie lautet dein Name? Ja, ich nehme natürlich Lagoon, ne? So, einmal L, A, G, U und N. Zack, Start und Go. Genau. Dein Name ist also Lagoon? Ja, natürlich. Was denn sonst? Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Verdammt. War es Gary? Ja. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Lagoon. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnis. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Yo, und da geht's los in die Welt der Pokémon. Juhu. Dum, 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 dum. Juhu. So, und jetzt geht erstmal los. Erstmal direkt einen Computer setzen und eine Runde zocken. Jo, Itemlager. Item nehmen. Wir holen den Drang raus. Passt. Gleich hier schöne Fanta aus dem PC rausgeschmissen. Oder Capri-Sonne, wie auch immer. Ach, falsche Taste. Hier wollte ich gar nicht hin. So. Gut, dann gehen wir mal los. Oh, hier ist unsere Mama. Was hat sie denn so? Richtig. Irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Aish von nebenan hat nach dir gefragt. Wow, okay, gut. Dann gehen wir mal zu dem guten, komischen Opa da hinten. Der hat mich ja eben schon gestört. Ja, via SMS und so. So. Hey, komischer Hund. Was geht ab? Hey, wo ist denn der Opa hin? Hallo, Lagoon. Opa ist gerade nicht da. Wow, Gary. Opa ist also nicht da. Gut. Um mir recht sein, gehe ich jetzt einfach raus auf die Wildnis. Geh ein bisschen shoppen mit Fertania. Was? Warte, geh nicht raus. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Oho. Wow,
bist. Ey, warum kommst du nicht gleich, ne? Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Lagoon. Dort liegen drei Pokémon. Haha, sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber hier, ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa, und was mit mir? Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. So, blöder Gary, ah, Loser. Ich nehme zuerst eins, hä. So, und ich nehme jetzt einfach die goldene Mitte. Ein Shiggy! Obwohl, ne, ich mag Shiggy nicht. Ah, wen nehme ich denn hier? Gute Frage. Glumanda! Ja, ich nehme Glumanda. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Lagoon erhält Glumanda! Möchtest du Glumanda einen Spitznamen geben? Boah. Nee, kein Spitznamen, passt schon. Ich nehme dieses hier. Gary erhält Shiggy! So. Cool, ne? Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Wow, geil! Ey, ich hab gedacht, damit kann ich, was weiß ich, Pommes essen oder so. Ey, warte, Lagoon. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Und auf geht's zum ersten Pokémon-Kampf gegen unseren Rivalen, Gary. Shiggy wird von Rivale Gary in den Kampf geschickt. Und jetzt schicken wir unser Glumanda. Oh, um Himmels Willen. Aufdringlich, wie immer. Oh, Lagoon, dies ist dein erster Kampf. Dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf Null bringt, gewinnt. Und darüber reden wir. Hilfe. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne. Oh, Hilfe. Der erste Pokémon-Kampf. Oh, auf geht's hier. Let's play. Mit Kratzer. Glumanda. Bam. Dem Gegner Schaden zuzufügen, ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, was denn sonst? Soll ich den etwa streicheln oder was? So, Rutenschlag, auf geht's, Kratzer! Bam! Rutenschlag, okay, der will mich streicheln. Sehr schlau von Shiggy. Zack, und Kratzer! Tackle, boom! Und Kratzer! Und Tackle von Shiggy! Und jetzt aber Kratzer! Bam! Und Shiggy ist down! Shiggy, Gegner, wurde besiegt. Glumanda hält 70 MP. Und Level Up! Glumanda erreicht Level 6. Perfekt. Spieler besiegt Rivale Gary. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Haha, du Loser, hä? Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Wow. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Lagoon, Opa, wir sehen uns später. Ja, auf Wiedersehen. So, Robert, gibt's was, sagst du noch zu sagen? Lagoon. Wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Wow, boah, geil. Ey, hätte ich noch nicht gewusst. Und ab geht die Post hier. Oh, mit den ganzen Typen habe ich eigentlich keinen Bock zu quatschen. Ich gehe gleich oben nach Vertania. Hä, wer bist du denn? Sieh nur, ich habe das, was du auf dieser
Tipps für Trainerschilder steht angeschrieben. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Woho! Was? Was für ein Menü? Liner, Lagoon. Ach, ist mir jetzt egal. Ich will spielen, keine Lust mit deinem komischen Tipps für Trainer. So, auf geht's! Ich mach Fatania City! Boom, Action! Wow, ein Ratzfratz erscheint, Level 2! Jetzt, Lumanda, los, ich schick dich ins Rennen! Und mach die der Tackel Kratzer! Bam, zack! Und das Ratzfratz ist noch circa bei 40% live. Er setzt Rutenschlag ein. Aber Lumanda setzt seinen nächsten Kratzer ein mit seiner anderen Faust. Zack! Und damit hat Lumanda diesen Kampf erfolgreich gewonnen. Jetzt geht es mal weiter. So, dann. Und der nächste Kampf geht los. Jetzt, dieses Mal geht's los. Gegen ein weiteres Ratzfratz. Und dieses Ratzfratz ist, glaube ich, sogar ein Level weiter höher. Aber unser Lumanda wird nicht aufgeben. Es wird auch dieses Ratzfratz ausschalten. Der Schaden ist diesmal etwas geringer. Beziehungsweise Ratzfratz hat etwas mehr HP. Aber Lumanda setzt weiter in Ratze ein. Und besiegt das Ratzfratz fast. Das Ratzfatz kontert mit einem Tackle, aber Lumanda kommt hinterher und kratzt ihn den Rest weg. Tadam! Und Lumanda erreicht Level 17. 7. 17, nee, ist klar. Lumanda erlernt Clut. Oh, perfekt. Gleich eine anständige Fähigkeit. Müssen wir uns nicht mit dieser blöden Tackle-Fähigkeit auseinandersetzen. Oh, dann gehen wir mal gleich nach oben in Fatania City. Und hier ist auch schon unser Pokémon Center. Oh, wir gehen jetzt aber erstmal hier in den Shop. Ja, ein bisschen hier kaufen und so. Hey, kommst du von Alaus? Kommst du aus Alabastia? Professor Hai schickt dich, oder? Deine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Lagoon erhält Eispaket. Lagoon packt Eispaket in Basis-Itempasche. Wuhu, ja Mann, ab geht's und tschüss. Jetzt muss er natürlich da wieder runterlaufen. Muss er die Drecksarbeit vom Aisha erledigen. Aber erstmal gehe ich in den Pokémon Center. Bisschen shoppen. Meine Pokémon heilen. So. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Haha. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in mein Abhut. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Unser Pokémon sind wieder fit. Und wir gehen nach unten. Wieder zurück nach Alabastia. Düm, düm, düm. Nicht wundern, dass ich hier ein bisschen Spaß so mache und so. Ich will das Spiel nicht veralbern. Denn Pokémon wird zwar heute sehr viel als kindisch angesehen. Aber ich finde den Hype, also ich finde das viel zu extrem. Ne? Denn mal ganz ehrlich, wenn man selbst Pokémon heute noch so betrachtet, ist Pokémon eigentlich immer noch ein wirklich gutes RPG, ja. Zwar schon veraltet, aber ich mache trotzdem Spaß, ne. Nur es wird halt nicht so ungern, kaum einer redet auf der Straße über Pokémon, ne. Clut! Und Ratzfatz Tackle! Und jetzt Clut von Lumanda. Also nicht denken, dass ich das veralber oder ähnliches, sonst würde ich es auch nicht spielen, wenn ich es so sehen würde. Ich mag Pokémon. Ich bin jetzt allerdings auch nicht jemand, der jetzt da mit Pokémon-T-Shirt durch die Stadt rumläuft. Und auf geht's. Bam! Und auf geht's in den nächsten Kampf. Und wir treffen nur auf Ratzfatz. Sämtliche Ratten hier unten. Ein ganzes Rattenloch. Aber jetzt setzen wir weiter in unsere Glutfähigkeit ein. Und wir sehen ja, Glut haut richtig Schaden rein. Und jetzt noch die Kratzerattacke hinterher. Zack. Und da liegt Ratzfratz im Dreck. 16 EP. Wunderbar. 1A. Wollen ein bisschen runterlaufen. Ey, ich bin wieder da. Hab dein Paket für dich. So, das Paket liefern wir im nächsten Part ab. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Major Lagoon.